So, ein wunderschönes und herzlich willkommen zu diesem sonnigen Tag. Wie sieht man es? Oh. Jetzt, ja, man sieht es. Okay. Sehr hell draußen. Ja, ich habe einen neuen Server, aber nicht für mich, sondern für jemand anderen. Wie man schon am Namen sieht, dem gehört, oder ihr gehört der Server auch. Ist aber ja egal. So. Genau, was wir machen wollen, ist unser kleines Let's Play mal weitermachen. Aber übrigens, Fun Fact, der Server, den ich für Soiren geöffnet habe, hat übrigens die gleiche Map-Gen und den gleichen Seed wie unsere Let's Play-Welt. Also die wir jetzt gerade hier nutzen. Nur, dass sie halt nicht Minecraft hat, sondern MyTest. Und da ist mir aufgefallen, die Höhlen und so sehen alle komplett eins zu eins identisch aus. Das heißt, die Art und Weise, wie die Höhlen generiert werden, hat nichts mit Minecraft 2 zu tun, sondern ist wirklich von ja, von Mad Gen ausgehend. Ja. Wie gesagt, finde ich cool, finde ich nice. Also die Höhlen als solches. Egal. So, wir. So. Was jetzt? Genau. Bam. Sollte der richtige sein. Und ich bin offen gesagt am Überlegen, ob ich den Server vielleicht doch nach dem Let's Play vielleicht tatsächlich sogar öffentlich setze. Aber quasi als schreibgeschützt, also dass quasi keiner ein Interact-Privileg bekommt. Oder ob ich den komplett auflasse, weil der Spawn ist ja extra extrem groß und breit geschützt, ne? Also nur mal so als Vergleich. Der Schutz, dieser Area am Spawn, die geht von jeweils 1024 bis minus 1024. Heißt also, vom Spawn aus gesehen sind jeweils 1000 Blöcke in allen Richtungen, also außer nach oben und unten, dann nicht, aber in die Breite hin, in allen Richtungen jeweils 1000 Blöcke geschützt. Also, das sollte auch direkt am Spawn niemand was machen können, sowieso, selbst mit Interact. Von daher bin ich vielleicht ja sogar am Überlegen, aber die Frage ist: Lohnt sich das nicht wirklich? Also, auf jeden Fall werde ich den Server nicht löschen, das sowieso nicht. Das heißt, für den Fall aller Fälle kann ich den später, kann ich dann später den Server irgendwie mal ja, für irgendwas benutzen. Entweder um später das Let's Play fortzuführen, wenn wir darauf irgendwann mal wieder Bock haben. Oder aber ja, um damit irgendeinen Server zu erstellen mit der Map-Gen, also mit der Map, so wie sie ist, dann oder was auch immer. Egal. So, genau. Lalalala. So. Okay. Oh, Sonne geht weg. Und da kommt sie wieder. Die Frage ist, wo waren wir? Wir haben jetzt das Dach gemacht gehabt. Wir hatten einen Zwischenboden eingefügt. Da müssen wir noch eine Leiter setzen, damit wir auf den Zwischenboden auch raufkommen. Es ist gerade Nacht. Wir sollten also unbedingt schlafen gehen. Ich bin ganz müde und so. Ja, gut gedacht. Welch wunderschön sonniger Tag. Ist ja fast für Mühe live. Ja, hier das Ganze braucht immer noch ein bisschen, wobei ein paar sind schon gewachsen. Naja, ob die hier vorne, wo das Gras wieder, ne, grün ist, ob die überhaupt noch wachsen, ist natürlich eine andere Frage. Keine Ahnung, ob das in dem Moment dann aufhört zu wachsen. Aber ich glaube, wachsen die trotzdem weiter. Nur halt langsamer.
Genau. So. Was wir brauchen, wäre eine Leiter. Ist da was, damit wir die Leiter überhaupt irgendwie fixieren können, festmachen können? Mache ich die Fackeln mal da so hin. Sieht doch sowieso konsequenter aus, weil hier ist es ja auch, ne? Von daher. So, und dann brauchen wir Leitern. Wie viele brauchen wir? Vier Stück. Ich mach mal fünf. Nein, ich wollte da jetzt keine Fackeln bauen, du kleiner Unmensch. Ja. Ach, das ich glaube nicht, weil beim Mindklon, da kostet ja jede Fackel. Ach nee. Hey, wieso jede Fackel? Ich meine, jede Leiter. Also, dass man immer aus einem Ding nur eine Leiter bekommt. Oder war das beim Mindtest so, dass es genau andersrum war? Bei irgendeinem Spiel war das doch so, dass man aus aus 7 Stöckern gerade mal eine einzige Leiter bekommt. War das nicht mein Klon? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat es doch gereicht. Easy. So, dann haben wir hier eine wunderschöne kleine Dingsbums, sogar mit ein bisschen Lichteinlass. Ideales Bett. Das heißt, wir schmeißen mal hier auf unser Bett raus. Das hier wird so eine Rumpelkammer, Lagerraum, was auch immer. Und unser Bett kommt hier hin. Wunderbar. Oh. Ach, scheiße, jetzt schwebt das Bett. Ah, das ist natürlich nicht gut. So. Neuer Wiedereinstiegspunkt gesetzt. Sehr schön. Okay. Jetzt die Frage: Ziehen wir diese Mauer ein bisschen weiter nach vorne oder lassen wir es tatsächlich direkt so, dass hier noch so ein kleiner Überhang ist? Ich würde es tatsächlich einfach so lassen. So, die Frage ist: Was machen wir jetzt mit dem Raum? Okay, weißt du was? Ich ziehe die Mauer doch eins nach vorne. Normale Holz? Haben wir nicht mehr. Wir haben noch Dschungelholz. Na komm, wir machen mal hier ein paar hin, so. Nanu? Nanu? Geht das bei meinem Klon nicht? Dass man daraus normale Dinger macht? Na gut, brauchen wir Eichenholz. Eichenholz, habe ich kein Eichenholz mehr? Ja, Sakare Lake? Okay, wollen wir filmen. Macht ja nichts. So, ja, wo noch ein paar Bäume? Na. Das da. Das da. Die schlage ich auch mal ab. Was eigentlich mit unserem Dschungelbau? Ist schon wieder so ein kleiner. Habe ich das falsch in Erinnerung oder ist das tatsächlich der große? Was ist doch bescheuert? Ich hatte diesen viel größer. Dann halt nicht.
So. Da einer hin. Da einer hin. Da einer hin. So, du kommst auch noch ab hier? Ach so, ja, da war ja was. Ich will immer die 9 drücken, aber stimmt ja, die 9 geht ja gar nicht. 9 ist ja immer 1 nach links und 0 ist dann 1 nach rechts. Oh, was ist hier passiert? Warum ist denn der hier so? Hab ich da nicht drauf geachtet? Wo kommst du mal kurz weg hier? Ich hasse jetzt immer von vorne erstmal so einen Erdbock zu sehen, so wie hier zum Beispiel. Alter, was tue ich denn hier? Kannst du doch gerade eben schon alle gefällt gehabt? Ist mir das nicht aufgefallen? Oder war ich gerade ein bisschen, weiß nicht, bekippt? Boah. Sieht ja schäbig aus, wenn die so an der Kante sind. Warum macht der Mapgen sowas? Das ist doch scheiße. Arschloch. Es ist überall an der Kante, Mando. Egal, kriegen wir jetzt ein bisschen Holz. Easy. Und ein bisschen Erde. So, reicht jetzt aber auch erstmal an Erde. Wir wollen ja nicht übertreiben, ne? An Erde sag ich schon, an Holz meine ich doch. Also Erde natürlich auch, aber das war ja nicht unser primäres Ziel hier gerade. Bist du richtig? Du bist natürlich auch falsch. Ach komm, ey. Darfst du doch hier mal zählen hier. Na komm, mach hin. Danke. So. Dann könnten wir natürlich auch noch selber ein paar Bäume pflanzen. Wir haben ja mittlerweile ganz schön viele Saplings. Oh, hier ein. So, dass es ungefähr eine gleichmäßige Front wird. Ne? So, dann können wir hier noch einsetzen. Machen wir hier noch einen hin. Können wir vielleicht noch eine Ebene runter. Also hier einmal einen hinsetzen. Dann vielleicht noch hier einen hinsetzen. Da. So, haben wir hier ein paar Bäume. Hier hinten ist noch ein bisschen kahl. Karl-Friedrich der Große. So. Schon sollte das viel belebter aussehen. Okay, was ist mit meinem Kakao? Wächst er noch oder schläft er schon? Nein, die Katze brauchen wir nicht. So. Ja, das ist echt wunderbar geworden. Okay. Du kommst da unten. Du kommst weg. Du kommst auch weg. Also Licht müsste eigentlich sein. Nun gut. So. Habe ich noch 3 Samen? Oder Saatgut oder wie auch immer man das nennen möchte. Falsche Kiste. Ah, einmal habe ich noch. Naja. Reicht ja erstmal. Oh. Gleich.
So. Okay. Alter, also die Henne. Die Sonne ist draußen so hell, ich sehe hier auf dem Bildschirm tatsächlich schon wieder eher wenig. So, das heißt, wir haben jetzt unser Feld einigermaßen gemacht, wir haben hier einigermaßen gemacht. Was ich jetzt halt gerne noch machen würde. Ah, genau, hier waren wir eigentlich dabei. Was ich jetzt noch gerne machen würde, wäre nämlich, weswegen ich auch die Dinge hier verbreitert habe. Und zwar würde ich gerne sagen, du kommst weg, die beiden Kisten hier kommen weg. Ich schreibe mal alles ein, damit ich auch wirklich Platz im Inventar habe, wobei das so viel wird, ich glaube, das wird sowieso nicht. Eben sind ja jeweils so eine großen Kisten. Ich sag mal so, Halleluja, da werde ich ein bisschen rennen dürfen. Macht ja aber nichts. So. Okay, folgendes. Dann mache ich die Kiste erstmal kaputt hier. Oha. Habe ich die Kiste bekommen? Ja, habe ich. Na schön. So, dann kommt die Kiste nämlich hier hin. Bam, da kommt jetzt alles rein. Na gut, ihr vielleicht nach unten. Mehr nicht. Warte, ein bisschen. Obwohl, doch, stimmt, trotzdem. Stimmt, wenn wir hier vier rein. Na gut, dann verlieren wir gar nicht so viel. Ich meine, verlieren tun wir letztendlich sowieso nichts, also. Außer wir lassen uns zu viel Zeit und die Sachen disappearen. Boah, Alter, ist das laut. So. Ja, eine Diamantrüstung für Pferde? Interessant. Sehr schön. Easy. So, jetzt habt ihr darum jetzt sogar eine kleine Bewandtnis, einen kleinen Zweck. Ich mag ja sinnvolle Räume. Die sind sinnvoll, ich mal. Ja, genau. So, du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da. Du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da. Du nach da und ein bisschen Essen. Essen. Kommst nach da. So. Okay. Easy. Wunderbar. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen uns langsam, aber sicher mal entweder auf eine etwas größere Tour. Ich will nämlich endlich mal Kartoffeln haben. Kartoffeln und Muscheln. Damit wir uns auch ausgewogen ernähren können. Apropos ernähren. Ich nehme mal eine Mahlzeit mit. Ne? Hier so schön. Fleischration, dann noch ein paar Äpfel. Ach, einer sollte reichen. So. Brot könnte ich mittlerweile auch machen. Wie ging denn das? Ach so, die müsste in der Reihe sein. Na super. Also hier. Na komm. So. Yay. Brot backen. Ich bin Bäcker. Vom Beruf. Biertjes. Okay. Da gucken wir mal, wo die Sonne ist. Oh, die Sonne geht gerade unter. Da sollten wir jetzt nicht losgehen. Das macht dann wahrscheinlich eher weniger Sinn.
Gut, dann warten wir mal. Warten wir mal bis zum nächsten Tag. Gehen wir mal pen hier. Unser neues Schlafgemach. Ja. Das war eine schöne, gemütliche Nacht auf unserem neuen Hochbett hier. Was macht man, um morgens gut wach zu werden? Autsch. ja gut. Das hat keiner gesehen. Scheiß Natur. Okay. Gut, dann. Was ist denn hier los? Oh, wer hat hier direkt in meinen Vorgarten gekackt? Alter, das ist das hier. Upsala, das ist mir reingefallen. Oh mein Gott. So, sowas haben wir direkt im Vorgarten hier? Lol. Interessant. Dann machen wir das Ding am besten auch direkt mal zu. Wir haben gar keinen Sand dabei. Dann schauen wir uns halt ein bisschen Sand. Oh, komm hier. So, wir kommen jetzt hier raus, am dümmsten gar nicht. Na gut, dann bauen wir jetzt mal ein bisschen hoch. Hallo? So. Perfekt. Du kannst da bleiben. Gibt's hier was? Auch nichts. Ach komm, du kannst doch zu. Ich meine, wenn es wenigstens richtige Höhlen wären, ja, okay, aber sowas hier, ganz ehrlich. Na, egal. So. Und, oh, komm. Wir wollen ja hier nicht rumschlampen. Sind ja keine Schlampen. Okay. Jetzt können wir hier alles richtig schön auf der Höhe hier zumachen. Gut, die Reihe kann auch noch weg. Hallo. Ich würde gerne darüber, danke. So. Jetzt ist gut. So, das heißt, Badam, auf der Höhe, scheiße, auf der Höhe wird jetzt wieder zugemacht. Tada! So, wunderbar. Ups, Entschuldigung. Was mit dir hier? Wie siehst du denn aus? So, Saplings haben wir natürlich. Ach doch, klar. Kommen wir jetzt gerade ein? So, schon besser. Ist ja auch schon wieder so. Mein Test möchte mich ärgern. Okay, dann gehen wir mal Richtung Wüste. Die Sonne ist noch nicht mal am Ende, ist noch nicht mal Mittag. Das heißt, wir haben noch Zeit, schön viel Zeit.
Könnte da auch mal so unsere Bude da abbauen, ganz ehrlich. Ach, machen wir ein bisschen nächste Folge. Bis dann.